Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen nochmal ein bisschen Super Mario Sunshine. Und zwar wird dies wohl die letzte Folge sein, denn in dieser Folge machen wir uns auf und besiegen den Oberbösewicht Bowser. Und jetzt wird sich der ein oder andere wundern, hä? Hier irgendwie was stimmt nicht. Denn du hattest ja eigentlich schon das Projekt so gesehen abgeschlossen. Zumindest dachte ich das von meiner Seite aus, denn ich hatte auch alles schon aufgenommen. Aber ich habe da leider einen riesengroßen Fehler drinne. Und zwar habe ich einmal die gleiche Folge zweimal abgeloadet. Und zwar 17 und 18. Und die eigentliche Folge 18 war halt hier dieses Level und der Kampf gegen Bowser. Und dann hatte ich in Folge 19 so gesehen nochmal so ein bisschen das Sammeln von Extra-Sternen. Die Folge heißt jetzt übrigens 18 und dieses hier wird jetzt die neue 19 werden. Also nicht wundern, falls ich jetzt für die neuen Zuschauer, die das jetzt nicht so ganz verstehen, falls ich jetzt in der letzten Folge irgendwas erzählt hatte von, ey, wir sammeln jetzt noch so ein paar Extra-Sterne und dann war's das. Nein, natürlich machen wir hier auch noch den Bowser-Endkampf, den will man natürlich auch zeigen. Ist auch nicht so schlimm das Ganze, denn das Level hier ist eigentlich ganz cool. Gerade dieser Anfangspart, den ich hier gerade spiele, der ist super. Was blöd ist, ist tatsächlich das Ende hier gleich, was ihr gleich sehen werdet mit dem Boot. Das Boot ist totaler Mist. Da muss man so ein bisschen gucken, aber naja. Gut, wie gesagt, tut mir leid, dass das irgendwie alles nicht so ganz hingehauen hat. Die Sache ist halt bloß die, ich hatte jetzt gedacht, ey, das ist schon abgeschlossen alles, ne? Löscht einfach von deiner Festplatte, denn das kostet natürlich auch alles sehr viel Speicherplatz. Ja? Und hier sind wir jedenfalls beim besagten Boot. Und die Stelle ist blöd, denn ich kriege diese Bootsteuerung nicht hin. Hier muss man immer physikalisch so gesehen natürlich in die Richtung das Wasser leiten hier, dass wir mit dem Boot da durchkommen. Aber man sieht schon, jetzt stehe ich echt blöde. Wie kann ich das drehen, so? Sehr gut. Man muss es, glaube ich, auch nur verstanden haben. Nur die Sache ist, ich habe es nicht verstanden. Das ist halt, das ist halt das Schlimme. Halt. Nicht wundern, dass ich hier so sehr vorsichtig spiele. Aber wenn man mit dem Boot auch nur das kleinste Kleinigkeit rammt, dann war es das. Komme ich da so drum? Hier kann man nochmal Wasser auffüllen, aber ich muss das Boot unbedingt drehen. Ja. Das war's mit meinem Boot und das wird's auch mit mir gewesen sein, denn hier komme ich nicht weg. Hier komme ich ganz sicher nicht weg. Arrivederci. So, jetzt haben wir hier nochmal einen kleinen Cut hingesetzt, denn ja, diese ganze Anfangssequenz, die muss man halt wirklich jetzt nicht normal zeigen, würde ich sagen. Wir gucken uns einfach nochmal an hier, wie das mit dem Boot klappt. Wie fährt er denn jetzt so? Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Also diese Steuerung mit dem Boot ist sehr, sehr verwirrend, finde ich immer noch. Also irgendwie befolgt das nicht so ganz die physikalischen Gesetze. Aber ich sehe schon, dahin dreht sich's jetzt. Jetzt einmal geradeaus durch hier. Schon mal den Engpass haben wir geschafft. Eigentlich müsste ich jetzt ja nur noch so drauf zuhalten, ne? Und wir sehen hier... Ey, fall da jetzt nicht nochmal runter, ne? Wir sehen hier, da sind überall blaue Münzen um uns verteilt. Ich glaube, das sind sogar 10 Stück. Wenn man die denn alle sammeln möchte, kann man das natürlich auch nochmal machen. Ich werde es auf jeden Fall nicht tun, denn diese Bootsteuerung, die ist mir zu brutal schwer. Also das ist wirklich sehr, sehr anstrengend damit. Ach, und jetzt... Komm, der Düsensprung muss auch nochmal hinhauen. So, ich finde es hier eigentlich ganz cool, dass man hier jetzt nochmal diese ganze Düse benutzen muss. Die einzige Düse, die irgendwie nicht so wirklich getestet wird, ist halt diese Sprintdüse. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht, wie man die jetzt hier hätte einbauen sollen noch. Das wäre jetzt auch ein bisschen komisch, wenn man hier nochmal, ja, mit der Düse rumlaufen muss. Wahaha, das Wasser ist toll, oder, mein Sohn? Ja, Papa. Komm doch rein, Mama Peach. Ich glaube nicht. Oh, da kommt Mario. Mario. Du schon wieder? Gibst du niemals auf? Mario, wie kannst du es wagen, meinen Familienurlaub zu stören? Und ich finde diesen Kampf einfach so super absurd, aber trotzdem cool. Er sitzt halt einfach in der Badewanne. Das ist doch einfach geil. Also ich weiß nicht, wie man das noch besser hätte machen können. Also ich finde es super. Der Kampf ist relativ simpel, aber dennoch schwer. Es ist einfach, ihn zu verstehen, aber schwer, ihn zu machen. Denn ganz einfach... Es ist hier sehr schwierig, dass man nicht runterfällt. Man sieht schon, wir müssen hier diese Badewanne zum Umkippen bringen. Und dafür müssen wir hier immer so eine super Stampfattacke auf die Ränder machen. Aber wir sehen schon, die Schwierigkeit ist, dass man hier dann nicht runterfällt. Sehr schön. So, diesen Hit, den nehmen wir einfach hin. Denn ganz ehrlich, wir müssen nicht aufs Leben achten. Ganz ehrlich, wirklich nicht. Ich bin hier noch nie durchs Leben gestorben. Immer nur durchs Runterfallen. Und das wird die Schwierigkeit. Wir sehen hier auch schon, die Badewanne ist geformt. Wie ein Stern.
Also wie ein Shine-Sprite, besser gesagt. Aber naja, ne? Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Jetzt haben wir schon 4. 2 müssen wir noch, 1 müssen wir noch. Irgendwie sowas. Der Kampf ist relativ simpel, wenn man ihn erstmal durchschaut hat. Aber Projektil muss man natürlich auch ausweichen. Man sieht da schon, der Baby Bowser schießt da, der Bowser Junior, tut mir leid. Der Bowser Junior schießt einen mit Raketen ab. Und man wird hier mit Wasser, mit Feuer abgeschossen und so weiter. Aber wir haben es auch schon geschafft. Das ging ja jetzt super schnell. Und alle fallen runter, aber die Prinzessin benutzt ihren Fallschirm, sage ich schon. Nee, ihren Regenschirm oder Sonnenschirm. Na gut, und was passiert nun? Sie landet auf jeden Fall sicher und gesund. Und wir stecken mit dem Kopf im Sand. Plupp. Doch. Nein, was ist passiert? Der Dreck weg. Hat er den Sturz überlebt? Mario, konnte ich dir helfen? Schade, schade, schade. Mario, sieh nur. Tja, wir haben es geschafft, ne? Die Shine Sprites sind wieder da, wo sie sein sollen. Und nun erleuchtet die Stadt wieder im neuen Glanze. Und Bowser ist endgültig besiegt. Zumindest für diesen Teil von Mario, ne? Alle freuen sich da. Auch der verrückte Angler-Opa. Und sie sitzen. Junge, ich muss dir etwas Schwieriges sagen über Prinzessin Peach. Ich weiß. Sie ist nicht wirklich meine Mama. Da erschrickt er kurz. Eines Tages, wenn ich groß bin. Möchte ich Mario erneut herausfordern. Das ist mein Junge. Wohlan, mein Sohn. Das Königsgeschlecht der Koopas ist so stark wie nie zuvor. Aber jetzt, lass uns ein wenig entspannen. Alles klar. Oh, und die Tots kommen wieder. Haben sie den Dreck weg wieder hinbekommen? Dein Urlaub fängt jetzt an. Ja, und das war's tatsächlich. Jetzt sieht man nochmal hier die geilen Abschlussfotos, die Urlaubsfotos von den ganzen Leuten hier, von der ganzen Crew von Mario und Peach und den Toads und dem Toadsworth. Da klettern sie über das Seil rüber. Ich finde sowas immer ganz cool am Ende, ne? Also so Bilder nochmal, die irgendwie das ganze Spiel zusammenfassen, die nochmal alles so ein bisschen zeigen. Ich mag das ja, ich liebe ja das Ende, die Endcredits von Super Mario 64 sind absolut mein absoluter Liebling von so Credits. Auch die Musik, die da währenddessen läuft, ne? Ich liebe das. Aber das hier ist auch auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Jetzt sieht man halt alles nochmal hier, oh, wie Prinzessin Peach den Riesenfisch angelt. Alles klar. Da sind sie im Freizeitpark. Jetzt sieht man halt alle Level nochmal so in ihrer richtigen Funktion. Er fährt Achterbahn. Dass sie so intakt sind und hier, da können sie jetzt die Gondeln benutzen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Für die meisten wird es wahrscheinlich auch irgendwo so der erste Kontakt mit Super Mario gewesen sein. Gerade irgendwie bei GameCube, vielleicht auch eher vielleicht schon Galaxy mit der Wii. Weiß ich nicht genau. Für mich war es zumindest das zweite Mario-Spiel, glaube ich. Obwohl, nee, ich hatte noch irgendwas auf dem Gameboy, ne? Super Mario Land 2 hatte ich noch. Aber gut, zumindest das zweite 3D-Mario, das zweite große Mario. Ich hatte es auch noch relativ in meiner Kindheit. Wie alt war ich denn da? Also, müsste ja so, also 12, 13, 14. Ja, Kindheit, Fragezeichen. Na gut, jedenfalls habe ich das damals auch sehr genossen. War auch ein cooles Spiel. Aber ich muss halt sagen, für mich halt unerreicht. Super Mario 64 ist halt viel, viel subjektive Meinung, viel, viel eigene Meinung. Einfach auch, weil es so ein bisschen nostalgisch mein erstes Super Mario-Spiel ist. Aber jetzt habe ich hier schon so lange geredet, dass es vorbei ist, tatsächlich. Ist es wirklich das Ende? Oh, und er findet den Zauberpinsel. Der schnelle Piantamann, oder wie er hieß. Ich weiß es gar nicht mehr. Soll das Spiel gespeichert werden? Ja. So, wie gesagt, mit den Sternen, das habe ich ein bisschen versaut hier, dass jetzt das hier Folge 19 ist. Das ist aber wirklich der Abschluss von dem Spiel. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen.
Die ganzen 100% werde ich jetzt nicht noch holen. Aber wie gesagt, ist ein super Spiel, kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Jeder, der es mal spielen möchte, auch nur so zum Durchspielen einfach mal so, kann man eigentlich empfehlen, finde ich. Galaxy finde ich tatsächlich auch nochmal besser und Galaxy 2 finde ich dann wieder besser als Galaxy 1. Mal schauen, ob ich die dann auch nochmal mache. Da muss ich gucken, wie das klappt hier mit steuerungstechnisch und so weiter. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen, das komplette Let's Play. Es tut mir wie gesagt sehr leid, dass ich jetzt nochmal den letzten Part nochmal nachholen musste. Aber wie gesagt, allzu viel hatte ich in dem anderen Part auch nicht gemacht. Es sei denn halt anderes Commentary, ne? Das kann natürlich sein. Egal, ich will jetzt hier gar nicht so lange rumlabern. Ich hoffe, euch hat es irgendwo komplett gefallen. Im Moment läuft ja schon das nächste Let's Play. Und zwar The Legend of Zelda, das werde ich dann auch noch machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Gebt gerne einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich ciao.